Hallo, liebe Kinder, heute lese ich euch ein Buch vor und das heißt Der Streik der Farben. Eines Tages in der Schule sucht Duncan vergebens seine Farbstifte. Statt ihrer findet er einen Stapel Briefe mit seinem Namen drauf. Hey Duncan, ich bin's, dein roter Farbstift. Wir müssen reden. Ich muss viel härter als die anderen Farbstifte arbeiten. Jahr ein, Jahr aus gebe ich alles für dich. Ich male Feuerwehrautos, Äpfel, Erdbeeren und all die anderen roten Sachen. Sogar an Feiertagen muss ich arbeiten. Ich male all die Nikoläus an Weihnachten und all die roten Herzen am Valentinstag. Ich brauche eine Pause. Dein überarbeiteter Freund Rot. Lieber Duncan, also gut, hör mal zu. Ich finde es sehr toll, dass ich dein Lieblingsfarbstift für Trauben, Drachen und Zauberhüte bin. Aber es macht mich wahnsinnig, dass so viel meiner prächtigen Farbe über die Linien hinausgeht. Wenn du nicht bald anfängst, innerhalb der Linien zu malen, drehe ich noch komplett durch. Deine ordnungsliebende Freundin Lila. Lieber Duncan, ich will nicht mehr hellbraun oder senfgelb genannt werden, denn das bin ich nicht. Ich bin beige. Und stolz darauf. Ich will auch nicht mehr die zweite Wahl nach Braun sein. Es ist ungerecht, dass Braun all die Bären, Ponys und Hundebabys malen darf und ich nur den Truthahn braten. Und auch das nur, wenn ich Glück habe. Oder das Getreide. Und seien wir mal ehrlich, wer malt schon gerne Getreide? Dein beiger Freund Beige. Duncan, grauer Farbstift hier, du machst mich fertig. Ich weiß, du magst Elefanten und Elefanten sind nun mal grau. Aber das ist wirklich viel Fläche für einen Farbstift allein. Von deinen Nashörnern, Flusspferden und Buckelwalen will ich gar nicht erst anfangen. Weißt du eigentlich, wie müde ich nach einer dieser Zeichnungen bin? Die Viecher sind ja riesig. Pinguinbabys sind auch grau, weißt du? Genau wie Kieselsteine. Kannst du nicht mal sowas malen und mir eine Pause gönnen? Dein sehr, sehr müder Freund Grau. Lieber Duncan, du malst mit mir aus. Aber warum? Meistens hat das Papier doch die gleiche Farbe wie ich. Weiß. Wäre ich nicht von einer schwarzen Linie umgeben, wüsste man doch nicht einmal, dass ich überhaupt da bin. Noch nicht mal im Regenbogen komme ich vor. Du brauchst mich nur für Schnee oder um leere Flächen zwischen zwei Sachen zu füllen. Deshalb fühle ich mich, naja, irgendwie leer. Wir müssen reden. Dein Lehrerfreund Weiß. Weiße Katze im Schnee von Duncan. Hallo Duncan, ich hasse es, für Umrandungen benutzt zu werden. Umrandungen von Dingen, die von anderen Farbstiften ausgemalt werden. Die anderen Farben halten sich ja alle für so viel heller. Es ist so gemein, wenn du mit mir die Umrisse eines schönen Strandballs malst und ihn dann mit all den anderen Farben ausmalst. Wie wäre es zur Abwechslung mal mit einem schwarzen Strandball? Ist das wirklich zu viel verlangt? Dein Freund Schwarz. Lieber Duncan, als grüner Farbstift schreibe ich dir aus zwei Gründen. Zum einen will ich dir sagen, dass ich meine Arbeit als Farbstift für Krokodile, Bäume, Dinosaurier und Frösche toll finde.
Ich bin wunschlos glücklich und möchte dir zu deinem erfolgreichen Einsetzen von Grün herzlich gratulieren. Der zweite Grund betrifft meine Freunde Gelb und Orange. Die beiden sprechen nicht mehr miteinander. Jeder denkt, er sei die Farbe der Sonne. Bitte kläre das so schnell wie möglich, sonst treiben sie uns alle noch in den Wahnsinn. Deine glückliche Freundin Grün. Lieber Duncan, hier schreibt dein gelber Farbstift. Du musst Orange unbedingt sagen, dass ich die Farbe der Sonne bin. Ich würde es ja selber tun, aber wir sprechen nicht mehr miteinander. Ich kann sogar beweisen, dass ich die Farbe der Sonne bin. Letzten Dienstag hast du mit mir die Sonne in deinem Bauernhof Ausmalbuch gemalt. Auf Seite 7, falls du es vergessen hast. Du kannst mich gar nicht übersehen, ich strahle golden über ein gelbes Getreidefeld. Deine Freundin und die wahre Farbe der Sonne, gelb. Lieber Duncan, ich sehe schon, Gelb hat dir bereits geschrieben, die alte Heulsuse. Egal. Kannst du der Petze bitte ausrichten, dass sie nicht die Farbe der Sonne ist? Ich würde es eher selber sagen, aber wir sprechen nicht mehr miteinander. Du und ich, wir wissen beide, dass ich die wahre Farbe der Sonne bin. Denn am Donnerstag hast du mit mir die Sonnen auf der Affenhaus- und der Zoowärterseite in deinem Zoo-Ausmalbuch ausgemalt. Da wird Gelb glatt grün vor Neid. Ha! Dein Kumpel und die wahre Farbe der Sonne, Orange. Lieber Duncan, es war toll, im letzten Jahr deine Lieblingsfarbe gewesen zu sein und im Jahr davor und im Jahr vor dem. Ich habe all die Meere, Flüsse, Regentropfen, Regenwolken und blauen Himmel wirklich genossen. Nun habe ich aber schlechte Neuigkeiten. Ich bin ganz kurz und stummelig geworden. Ich sehe nicht mal mehr über den Rand der Farbschachtel hinaus. Ich brauche eine Pause. Deine kurz geratene Freundin, Blau. Da sieht man auch, wie kurz sie geworden ist, die blaue Farbe. Danke, jetzt hör mir mal gut zu, Freundchen. Du hast im letzten Jahr nicht ein einziges Mal mit mir gemalt. Du denkst wohl, ich sei eine Mädchenfarbe. Gib's zu. Apropos, sag deiner Schwester danke, dass sie mich für ihr Prinzessinnen-Ausmalbuch ausgeliehen hat. Sie hat das richtig gut gemacht, finde ich, und ist innerhalb der Linien geblieben. Aber zurück zu uns. Kannst du bitte, bitte zur Abwechslung mal einen pinken Dinosaurier, Drachen oder Cowboy malen? Die können wirklich alle etwas Farbe gebrauchen. Dein ungebrauchter Freund Pink. Hey Duncan, ich bin's, dein rosa Farbstift. Warum hast du meine Papierhülle abgerissen? Jetzt bin ich ganz nackt und schäme mich, aus der Farbschachtel zu kommen. Ich habe noch nicht mal Unterwäsche. Du würdest doch auch nicht nackt zur Schule gehen wollen. Ich brauche dringend Kleider. Hilfe! Deine nackte Freundin, Rosa. Oh je, der arme Duncan. Eigentlich will er doch nur Bilder malen. Aber er will auch, dass seine Farbstifte glücklich sind. Da hat er eine Idee. Als Duncan seiner Lehrerin sein neues Bild zeigt, bekommt er einen gut gemacht Kleber. Fürs Ausmalen. Da sieht man, er hat alle Farben benutzt. Und jetzt seid ihr dran. Ihr habt ja die Aufgaben von uns und jetzt könnt ihr euch mal selber ans Malen ranmachen und mal gucken, was euch so einfällt, was ihr mit den Farben Schönes malen könnt. Viel Spaß und tschüss, bis bald!